Wernigerode beeindruckt die Besucher mit mittelalterlichen Gassen und gut erhaltenen und stilvoll restaurierten Fachwerkfassaden. Die bunte Stadt am Harz, wie Dichter Hermann Lönz sie einst taufte, bietet sehenswerte historische Kulissen. Die ganze Pracht der Gebäude zeigt sich am Marktplatz, wo sich seit jeher das gesellschaftliche Leben abspielt. Das knapp 600 Jahre alte Rathaus wurde ursprünglich als Spielhaus errichtet. Gaukler und Spielleute zeigten hier dem Volk ihre Künste. Im Mittelalter diente es als herrschaftliches Gemeindehaus und Gericht. Heute gehört der mächtige Fachwerkbau zu den beliebtesten Fotomotiven Wernigerodes. Vom Westerntorturm bis zum Anger zieht sich die Fußgängerzone durch Alt- und Neustadt. Auf der breiten Straße gibt es jede Menge Fachwerkhäuser zu bestaunen. Einige stammen aus dem 16. Jahrhundert. Im Café Wien tut eine kleine Verschnaufpause gut, bevor der Weg ins älteste Viertel Wernigerodes führt. Das tatsächlich sehr schiefe Haus und die Blumenuhr sind echte Hingucker, die viele Besucher zum Klimt locken. Hoch über der Stadt thront wahrhaft majestätisch das Schloss Wernigerode, das aus der Stadt bequem mit der Pferdekutsche zu erreichen ist. Das Schloss steht auf den Resten einer Burganlage aus dem 12. Jahrhundert. Einst diente es den deutschen Kaisern als Quartier auf dem Weg zur Jagd im Harz. Eine Ausstellung im Schloss dokumentiert in 40 Räumen die 800-jährige Geschichte der Wernigeroder Grafen und Fürsten. Mit Festsaal, Kunsthandwerk und original eingerichteten Wohnräumen des europäischen Hochadels. Sehenswert ist auch die große Freiterrasse vor dem Schlossportal. Auf Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke muss man hier oben nicht verzichten. Das Schloss liegt 170 Meter oberhalb von Wernigerode. Besucher genießen einen schönen Blick auf das Städtchen und bei guter Sicht auch zum 1141 Meter hohen Brocken. Mehrmals täglich startet in Wernigerode die Harzer Schmalspurbahn in Richtung Brocken. Die Fahrt mit dem historischen Dampfzug zum höchsten Berg Norddeutschlands ist ein Erlebnis. Sie führt mitten in den Nationalpark Harz. Der absolute Höhepunkt, der Brocken im Sonnenschein.